Hey ho, meine Lieben. Ich habe hinten in der Werkstatt meine Tätigkeit am Arcade-Automat abgebrochen. Und warum? Weil wir heute Duroc Schweinebäckchen im Dutch-Ofen machen. Ja, und dazu eine Weißweinsoße Jägerart, würde ich mal sagen. Wie nennen wir das dann? Duroc-Bäckchen in Weißweinsoße Jägerart oder so ähnlich. Ja, so nennen wir das jetzt dann einfach. Genau, habt ihr ja mit Sicherheit den Titel jetzt schon gelesen. Ich werde die jetzt noch auspacken, schnell zurecht parieren und dann sehen wir uns da drüben. Ja, mit den anderen Zutaten. Attacke! So, Freunde, schauen wir uns das Ganze doch vorm Parieren an. Ja, ganz einfach deswegen, die Schweinebäckchen sehen alles so aus. Ich werde die hier jetzt abschneiden, dann zurecht parieren. Dann haben wir halt aus jedem Schweinebäckchen zwei Stück. Und die werden wir dann im Dutch-Ofen erstmal schön anbraten. Champignons, deswegen eben auch Jägerart. Klein schnippeln, Zwiebel klein schnippeln, ein bisschen Suppengrün klein schniebeln. Oh Mann. Dann habe ich hier noch Frühlingszwiebeln, die sollten jetzt auch endlich mal verarbeitet werden. Kommen auch mit rein. Gemüse alles in eine Schüssel. Dann habe ich hier natürlich noch einen ordentlichen Schluck Weißwein. Salz, Pfeffer und Paprika. Hier ist noch leer. Da mache ich dann gleich so Gemüsebrühe-Soße. Ja, mit dem guten alten Klassik Tellofix. Lecker. Und damit wird das Ganze dann aufgegossen. Aber jetzt pariere ich erstmal die Schweinebäckchen zurecht, schneide das Gemüse und ja, dann können wir eigentlich schon rausgehen. Ich würde sagen, wir hocken uns wieder ganz chillig, gemütlich in die Grillkota. Ja, Sabalot nochmal aber auch. Jetzt hätte ich ja fast wieder das Würzen vergessen. Und ja, das machen wir eben ganz einfach. Wieder mit Salz, Pfeffer und Paprika. Da können wir ruhig mal großzügig rein donnern, reinpfeffern, reinhauen. Ja, Salz ist auch schon wieder alle hier. Paprika habe ich wieder aufgefüllt, haben wir noch hinten gehabt. In der Großpackung vom Türken des Vertrauens. Dann wird das Ganze erst einmal, ach komm, durchgemengt. Dann, ja, eventuell noch mal nachwürzen. Und dann stelle ich das Fleisch erst einmal gerade noch mal in die Kühlung. Genauso wie nachher auch das Gemüse, wenn es geschnippelt ist, die komplette Schüssel dann einfach in die Kühlung. Warum? Ja, ich muss natürlich noch die Kohlen draußen anfeuern. Ja, bevor hier irgendwas sich überschlägt. Ja, ich würze noch ein klein bisschen nach und dann geht es in die Kühlung. Boah, Leute, ich sag's euch, Gemüse nuschelt. Echt wahr? Das nuschelt. Ich weiß jetzt echt nicht, wollte gerade anfangen mit dem, ob das Gemüse gesagt hat, weg von mir oder Speck zu mir. Naja, im Zweifelsfalle, wenn das so vernuschelt rüberkommt, habe ich mich entschieden für Speck zu mir. Ja, und da kam mir dieser Speckbrocken vom Bruder Tack, vom Tacki, dem Verhörten aus der Lausitz, genau richtig. Und ich muss an dieser Stelle sagen, wer noch einen bekloppteren, verrückteren sehen will als mich, der geht zu Tacks World und lässt da auch noch ein Abo da. Aber wir schnappen uns jetzt den und schneiden noch ein bisschen Speck mit rein. Richtiger Speck. Tja, und nicht so wie andere, wo das Ding anstechen und hinterher jammern, da sei kein Vakuum mehr drin. Ist bei mir natürlich alles hervorragend angekommen. Wunderbar. Oh. Geil. Komm raus, du speckiges Ding. Schneiden wir uns jetzt einen schönen Brocken runter. Oh.
So, der Rest geht gleich wieder in die Kühlung. Das lassen wir dran. Und den schneiden wir uns jetzt in schöne Würfelchen. Und dann kommt der damit rein. Ich hoffe, dass meine Finger dran bleiben. So Leute, und mit dieser Ladung können wir dann ja nachher in die Grillkota gehen. Kommt jetzt momentan auch noch in die Kühlung. Und wenn ich die Grillkota soweit angefeuert habe, hole ich euch wieder dazu. Attacke! Nein, kein Bier. Spezi. Durst. Ja, Freunde. Der Topf ist da. Steht auf der Kohlen. Er wird warm. Öl habe ich hier. Sprut. Und da steht das Material. Dann würde ich mal sagen, können wir loslegen. Ja. Ich denke mal, dass wir die auch auf zweimal machen. Also sprich, wenn sie angebraten sind, raus und dann die nächste Ladung rein. Einfach 6 Platz im Topf. Genauso wie man wahrscheinlich auch das Gemüse auf mehrere Etappen anrotzelt. Ja Leute, zu gegebener Zeit werden sie eben umgedreht, dass sie auch von der anderen Seite schön angewurzelt sind. Na, nehme ich jetzt aus, als die Schweinebacke. Und das mache ich jetzt eben mit beiden Ladungen und dann geht auch schon mit dem Gemüse weiter. So Leute, und vielleicht ist es soweit. Ja, dann tue ich die raus. Und dann können wir auch schon mit unserem Gemüse anfangen. Ja, und so wird jetzt nach und nach das Zeug angeschmort, angeschmorgelt und dann kommt es auch wieder raus. Eins nach dem anderen. So Freunde, die Pilze sind schon komplett durch, also rein angebraten wieder raus. Und jetzt noch das komplette restliche Gemüse. Bringst du mir bitte den Weißwein raus, den habe ich vergessen. Ja, das war Schatzi, die habe ich nämlich gerade angebimmelt, weil ich so voll zum Laufen bin. Ja, jetzt schmoren wir das gleich noch leicht an. Dann löschen wir das gleich mit dem Weißwein ein bisschen ab. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Ich würde sagen, das reicht. Was weg ist, ist weg. Schatz wollte eine Weißweinsoße haben. Kann sie haben. Ja, und dann können wir auch schon alles andere wieder mit hineintun. Deckel drauf und schmoren lassen. Was ich aber jetzt noch schnell machen werde, nein, ich verbrenne mir meine Finger nicht an dem Griff. Ai, 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 ai.
ich werde hier unten gleich noch ein paar Kohlen rausnehmen, weil nicht, dass das zu viel ist. Ne, der ist mir zu warm. Eventuell schauen wir zwischendurch einmal rein. 16:50. Ja, ein, zwei Stunden auf alle Fälle. Wie lange wir es im Endeffekt dann drin haben, werden wir dann sehen. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, käme ganz schnell auf mich. Das muss ich jetzt einfach in das Video auch noch mit einbauen. Was ich sehr, sehr schade finde, dass es immer wieder Leute gibt, wo das einfach nicht verstehen, dass ich auch noch andere Videos mache. Gut, es ist das Basteln mit dem Arcade-Automat ist kein Grillvideo, aber es gehört zu mir genauso dazu wie zum Grillen oder wie es grillen. Und ja, ich bringe das halt einfach. Mir macht es Spaß, solche Sachen zu teilen. Schade ist auch, dass wieder ein paar Leute gemeint haben, die müssen deabonnieren deswegen. Also kaum waren die Videos draußen, waren 3-4 Abonnenten weg. Aber auch das ist mir relativ egal. Warum? Mir macht Spaß. Und wem es nicht gefällt, soll die Videos einfach überspringen. Ja, und aufs nächste Grillvideo warten. Weil die kommen ja definitiv nicht zu kurz dieses Mal. Okay. Ich gehe in die Werkstatt hinter dabei. Bastel noch ein bisschen und wenn ich wieder im Topf reingucke, hole ich euch natürlich wieder dazu. Also dann Prösterchen. Ja. Tja Leute, ein bisschen Kaffee trinken nebenbei. Ja, halbe Stunde ist der Topf jetzt drauf. Den werden wir gleich einmal reingucken und mal ein bisschen umrühren. Aber ich habe hier vom Taki eine Nachricht für euch bekommen. Ja, servus und hallo und einen lieben Gruß an alle Zuschauer vom Grill-Junkie. Hier ist der verrückte, bekloppte Taki aus der Lausitz. Ich hoffe mal, dass der Speck jetzt mal so richtig geil und fett natürlich bei dem Grill-Junkie in sein Menü ankommt und dass ich es anschließend schmecken und munden lassen kann und nicht, dass ich irgendwo anfängt rumzureiern oder so. Deswegen. Also, ich grüße alle Gäste, Zuschauer, Abonnenten, Hater und keine Ahnung was alle. Ja, aus der Lausitz vom Taki. Wemsi Bene. Lass knacken. Buzi Buzi. Und ciao, ciao. Jabas! Ja, definitiv ein wirklich verrückter Hund, den man einfach gern haben muss. Und jetzt gucken wir in den Topf rein. Einfach einmal kontrollieren, umrühren. Und ein Deckelchen wieder drauf. Also ich denke, dass wir nachher die Soße noch ein klein bisschen eindicken werden. Ja, definitiv. Ansonsten wäre es zu flüssig. Es ist ja nichts drin, wo die Soße jetzt eindicken könnte, würde. Was mir jetzt so im Nachhinein noch einfällt, man hätte noch ein bisschen Tomatenmark mit anrösten können. Aber, tja. Was wir vergessen haben, das haben wir vergessen. Boah Leute, ich sag's euch, die Profagus-Kohlen, also ich weiß nicht, ob ich mir die nochmal kaufe dieses Jahr, brennen so schnell runter, haben jetzt nicht einmal die Topfgeschichte durchgehalten. Also dieses Jahr, ne. Wenn das nicht besser wird mit den Kohlen, also, ja. 19 Uhr durch und Semmelknödel fertig, ja. Keine Bäckchen. Und Schatz kommt und sagt, deine Kohlen sind aus. Naja, jetzt habe ich gerade noch welche und nein nochmal und angefeuert. Jetzt gucken wir halt noch, geben wir halt noch 20 Minuten dazu. Ja, dann sind wir schön zäh. Die ist irgendwie sarkastisch heute. Ist ja Vatertag. Okay Leute. Anfeuern und dann Topf wieder draufstellen. So Leute, dann können wir
das Ganze noch ein bisschen eindicken. Jetzt war es noch mal eine Stunde drauf. Und was ist das jetzt genau, was du da reinkippst? Ein dunkles Hosenbinder. Ein dunkles Hosenbinder, sehr schön. Ich muss jetzt aber noch aufkochen. Aufkochen, das war, ist kein Problem, das hat er gerade noch geköchelt. Braucht aber nicht mehr, das muss kochen. Muss ich jetzt nochmal Kohlen anfeuern? Ja, wenn du mir kalte Kohle topfen willst, dann weiß ich auch nicht. Ach, da, schau, da brodelt schon. Das ist zu wenig, das muss immer richtig so. So? Wo möchtest du essen? Hier drinnen? Oder auf der Terrasse? Oder wir bleiben hier? Bring jetzt Geschirr. Und Knödel. Ja, Leute, dann kochen wir das jetzt noch einmal schön auf. Zur Not schmeiße ich noch ein paar Kohlen drunter. Aber ich glaube, das reicht doch, oder? Wenn ich sage, das soll aufkochen, dann nicht bloß ein bisschen vor sich aufputzeln. Kommt schon. Oh, jetzt gibt es ein Probiererli von Schatzi. Oh. Heiß? Haha. Und? Und? Also ich hätte so einen Spruzzahne, ne? Ja, dann machen wir das halt. Gute Idee. Wenn das jetzt endlich einmal gescheit kocht, so wie ich das möchte, gescheit kochen. Ich tue noch Kohlen drunter, dass es richtig schön aufbrodeln kann. So, mein Schatz, reicht es jetzt, wie es brodelt? Ja, sagt sie, gut. Schau, und wenn man drinnen umrührt, hat es nämlich gleich zum Brodeln wieder auf. So, dann hole ich mal meinen Schöpflöffel. Schatz haut dabei die Sahne rein. Und wenn Schatz jetzt sagt, das ist gut, dann ist gut, dann können wir eigentlich essen. Und? Gut. Ist gut? Jetzt sind noch nicht einmal die Anzünder unten drin abbrannt. Okay, Leute, ich nehme es vom Feuer runter. Ja, komm. Und dann können wir essen. Aber so nicht. Eher so. Au, ruck. Leute, ein richtig schönes selbstgemachtes Semmelknödel. Oh yeah. Komm her, du Schweinebacke. Weiß ich, was ich vergessen habe. Was? Den frischen Schnittlauch oder frische Petersilie nicht zu tun. Genau, du lass mich auch. Tja, Leute, und genau so soll es hinterher aussehen. Na, dann wollen wir mal essen. Wollen wir mal Probierterle machen. Wo fangen wir an? Direkt mit so einem Schweinebäckchen-Teil. Boah, das ist mal richtig zart. Mmh. Pilze sind auch noch richtig schön. Und Öhrchen. Lecker. Sehr lecker. Die Soße hätte man vielleicht noch etwas dicker machen können. Hm? Aber jetzt wird das mal gegessen. So Leute, ganz ehrlich, ich komme mir gerade vor, als ob ich eine Suppe-Gabel mit der Gabel esse. Und ich habe jetzt schon mal reingeschickt, dass die noch von den Soßenbinder noch was holt und vielleicht noch ein bisschen dunkle Soßenpulver mit rein. Weil irgendwie fehlt mir da noch was vom Geschmack her. Ja. Was ich aber jetzt schon sagen kann, das mit dem Speck
War eigentlich ein Fehler. Beziehungsweise ich hätte ihn richtig kross anwurzeln müssen. Aber so, so geil wie der Speck ist, aber so jetzt da drin, ne, macht er sich leider nicht so gut, wie ich mir erhofft habe. Da wären Baconwürfel wesentlich besser gewesen. Oder eben Schinken. Naja, hilft alles nichts. Jetzt warte ich noch, bis Schatz noch mit dem zurückkommt, dass wir das noch ein bisschen mehr eindicken und dann nehme ich mir die nächste Ladung. Die zeige ich euch dann nochmal. Hast du dunkle Soßen-Dings mit rein? Nö. So Freunde, noch ein klein bisschen aufköcheln lassen. Ja, ein bisschen besser sieht es auf alle Fälle aus. Und ich glaube schon, dass er dunkle Soße mit rein hat, der Soßenpulver, weil ich das vorher gesagt habe. Es schmeckt auch, ja, etwas intensiver als vorher. Ich schnappe mir da jetzt gleich noch eine Ladung und esse dann meinen Rest auf. Und dann sehen wir uns zum Fazit. So Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Also, nachdem jetzt Schatz nochmal die zweite Ladung da rein hat, war die Soße wirklich etwas dicker und die hat 100 pro noch eine dunkle Bratensoße mit Neue, weil der kleine Tick, was noch gefehlt hat, war dann drin. Und so war das jetzt. Zum Schluss verdammt lecker. Schatz hat vorher schon gesagt, dass es sehr lecker ist. Aber ich finde, das war noch der Tick, der noch gefehlt hat. Ja. Wie gesagt, das mit dem Speck, den hätte ich vielleicht richtig anrösten sollen, dass der so erstmal so richtig ausgelassen ist, dann wäre das vielleicht anders gekommen, aber ansonsten hervorragend lecker. Kann man nachmachen, definitiv. Und ja, in dem Sinne beende ich jetzt das Video. Würde mich natürlich über Däumchen nach oben freuen. Ja gut, für die Hater einen Daumen nach unten, ganz klar. Und ein freundliches, wohlwollendes Kommentar da unten wäre natürlich auch eine feine Sache. Okay, Leute, wir sehen uns. Hasta la vista und tschüss. Oh. So ein Zeitsprung ist gar nicht so einfach.